Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia, unserer Sendung, wo wir Ihnen natürlich dann einige Topics, Destinations und To the Point vorstellen. Unter Topics haben wir heute als erstes die Mopane. Da sehen Sie hier diese alten Bäume, die einfach wieder mal abgehackt wurden. Das war in dieser Woche ein großes Thema. Dann wenden wir uns dem Feuer in Ludwigsdorf zu. Also da sehen Sie, das war ziemlich... Ja, das waren ziemlich massive Feuer und ich bin da rausgefahren, hatte diese Videos gedreht. Und dann sehen wir uns dann natürlich auch den Swakopmund-Plan an. Da gibt es neue Entwicklungen, wie man den Strand besser verwalten will oder den Platz besser verwalten will. Unter Destinations haben wir die Olympia, das öffentliche Schwimmbad. Mal was ganz anderes, fand ich ganz gut, dass der Ogeto Greg uns das mal anbrachte. Und dann haben wir natürlich die Desert Elephants, also unsere wüstenangepassten Elefanten. Da hatte Rolf Schmidt uns vom Schakal Studio ein sehr interessantes Video zugesandt. Gucken Sie mal an. Und dann ganz zuletzt unter To the Point, dann wenden wir uns Malawi zu. Mal was ganz anderes, etwas, was wir nicht ohne weiteres hier in Namibia so kennen. So viel Grün und so viel Wasser. Ja, das wäre dann unsere Show heute. Als erstes haben wir natürlich Topics. Ich bin Frank Steffen und führe Sie durch diese Show. Ja, und dann haben wir natürlich, Sie sehen, ich bin so ein bisschen am Schlafen hier, tut mir leid. Als erstes haben wir natürlich diesmal die Mopane-Bäume. Das war schon traurig, dass diese Woche erst ein Minister sich darüber aufregen muss. Das war unser Landwirtschaftsminister, Kalle Schlettwein. Er meinte nur einfach, wie kann das nachhaltig sein, was hier passiert? 100 Jahre alte Bäume, die einfach abgehackt werden. Man konnte deutlich den Ärger in seinen Twitter-Botschaften raushören. Und er hat ja auch vollkommen recht, wenn man hier sieht, das sind diese uralten Bäume, die einfach nur abgehackt wurden, weil jetzt jemand Holzkohle herstellen will. Das ist in meinen Augen einfach nicht zu entschuldigen und ich gebe ihm da vollkommen recht. Was uns eigentlich entsetzt hat an dieser ganzen Sache war, dass leider unser Umweltminister sich gar nicht dazu geäußert hat. Das hat dann nur eben sein Pressesprecher gemacht. Man dürfte sich wünschen, dass das eigentlich ein bisschen besser klappt. Ja, und dann die Feuer rings um Windhoek. Das war schlimm. Das fing hier an, das ist ein Foto von Sven-Erik Stender in der Dr. Kwame Nkrumah Avenue. Da konnte man im Hintergrund dann also dieses Riesenfeuer sehen. Und das ging dann am nächsten Tag auch gleich weiter, weil die Feuerwehr war der Meinung, sie hätte das gelöscht bekommen oder unter Kontrolle. Aber dieser Mann hat es deutlich nicht geglaubt. Er ist dann auf sein Grasdach hochgetobt und hat erstmal gesorgt, dass das ständig bewässert wird oder nass gemacht wird. Und zu Recht, denn dann, wenn Sie hier dieses Video jetzt hier ansehen, da können Sie deutlich sehen, ich bin dann da zu diesem Gartendampf da rausgefahren bei Ludwigsdorf und da konnten wir dann natürlich richtig sehen, hier im Video ist das immer schwer zu erkennen, obwohl ich sage Ihnen, diese Flammen, die Sie da sehen, das sind schon richtig große Flammen und deutlich war dieser Brand nicht unter Kontrolle. Der zog sich dann auch die ganze Zeit hin, sodass dann am Ende das weiterging auf Farm Windhoek. Da kriegten wir dann nochmal ein Foto hier von Sven-Erik Stender, der auch sagte, das brennt jetzt auf Farm Windhoek. Das ist natürlich, wo die Leute gerne spazieren gehen, da hinten in Olympia raus, also südöstlich und südlich. Am nächsten Morgen konnte ich dann diese Rauchschwaden sehen. Ganz Windhoek war wie unter so einer Glocke. Das ist kein Nebel, das ist auch kein Wolkenbelag, sondern ganz einfach nur Rauch. Die ganze Stadt stank. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, der unter Asthma leidet, wahrscheinlich damit sogar ein bisschen zu tun hatte. Denn das war schon recht irritierend. Ja, also diese Feuer, das ist jetzt diese Zeit. Und man wünscht sich wirklich, dass der Regen jetzt doch endlich kommt. Und dass wir eben auf diese Art so ein bisschen sorgen können, dass diese Feuer ausbleiben, will ich mal sagen. Swakopmund dann natürlich, also unsere Stadtverwaltung oder der Stadtrat in Swakopmund, der hat jetzt in dieser Weihnachtszeit den sogenannten Strandaktionsplan eingeführt. Ich finde, es ist erstaunlich, dass sowas überhaupt Nachricht ist. Das hätte schon immer da sein müssen, gab es ja auch schon mal. Und es geht eben darum, diese zahlreichen Anträge von Einwohnern und Besuchern
eben besser unter Kontrolle zu halten. Es geht um die Durchführung von den Veranstaltungen am Strand und so weiter. Die Swakopmunder Strand, Park und Stadt und Stegverordnung, muss man sagen, eigentlich Jetty-Verordnung, soll den Strand, die Freizeitparks und eben die Jetty selber schützen und bewahren, während sich Menschen dann eben trotzdem am Strand vergnügen können. Und ja, dieser Strandzugangsplan steht im Einklang eben mit diesen verschiedenen Stellen. Und dem Stadtrat ist somit die Befugnis erteilt oder erteilt er der Stadtverwaltung, ein Gebiet eben für bestimmte Veranstaltungen eben auszuschließen bzw. gutzuheißen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze eigentlich auch ein bisschen darum geht. Andauernd sind da diese Veranstaltungen und dann wird hinterher, sieht man nur diesen Haufen Dreck am Strand. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, na gut, du kannst das gerne veranstalten da, aber du sorgst auch hinterher, dass es sauber ist. Und ich finde das nicht mehr als richtig. Denn immer wieder im Januar berichten wir dann in der Allgemeinen Zeitung, wie sehr diese ganzen Strände versaut sind und verdreckt sind. Und das gehört sich nicht. Jeder kann seine Tüte wieder mitnehmen, beziehungsweise wenn die Veranstalter das dann machen, dann müssen sie halt sorgen, dass sie hinterher den Strand wieder in Ordnung bringen. Ja, und das sind unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, unter Destinations, wie ich schon vorher ankündigte, haben wir das diesmal mal anders. Wir gucken uns das Olympia-Stadtschwimmbad an. Also das Schwimmbad ist ja, die meisten Leute wissen gar nicht unbedingt, dass es das gibt. Man sieht hier, das ist in dem Sportareal von Windhoek, will ich mal sagen, da, wo man eben auch das Unabhängigkeitsstadion findet. Da auf der rechten Seite sieht man die United Sports Gründe und Olympia Swimming Pool habe ich da eingetragen. Eigentlich auf der Höhe von dem Wort Olympia, nur weiter ein bisschen nach unten ist zum Beispiel auch der SKW zu finden und unterhalb des Kreises der DTS zu finden. Also das sind so typische Sportclubs, die wir halt in Olympia haben. Und das Stadtschwimmbad ist also somit relativ einfach zu finden. In der Schoen-McBride-Straße ist es und hier sehen Sie es noch mal ein bisschen besser. Gar nicht weit von der Hundeschule entfernt. Und wie gesagt, hinter der Hundeschule hat man ja dann die United den Sportsclub auf der Seite noch. Ja, und da geht es eben ganz einfach darum. Wir haben halt dieses Schwimmbad, typisch diese Fotos hier. Das ist, wenn die Galen abgehalten werden und so weiter. Das ist natürlich, wofür es oft gebraucht wird. Aber jetzt um diese Jahreszeit, die Urlaubszeit, will ich mal sagen, Sommerpause, da nehmen die dann natürlich auch ab. Und so kann die Öffentlichkeit jetzt wieder zum Schwimmbad, wie man hier sieht, typischer Samstag oder Sonntag. Aber durch den Urlaub wird es jetzt natürlich auch mehr werden. Und das kann also natürlich sein, wenn Sie zum ersten Mal in Windhoek sind und noch ein paar Tage hier verbringen oder was immer und Sie wollen einfach nur bei der Hitze mal abkühlen, ja, dann fahren Sie doch raus nach Olympia, nehmen einen Badeanzug mit und ein schönes Buch und legen Sie sich da eine Stunde in die Sonne und dann hinterher ab ins kalte Wasser. Denn kalt ist es, das weiß ich aus Erfahrung. Dieses Becken ist recht kalt und daher recht erfrischend. Good afternoon. I'm Ruti Overseas, swimming pool administrator at Olympia Swimming Pool. Been here for 18 years. And I just want our viewers to get a quick review of what is needed at the swimming pool. We have quite a lot of info that is actually at the entrance that will give an indication of the different attires that people need to wear, what needs to be wear, what not to be wear, our different visiting hours, and then the admission fees, so that people know exactly how much it will be. And then we have our rules and regulations, so that everybody can obey to our rules that we have in front of our premises. And will you be open all December? We will be opening throughout the holidays. It's only on the 25th of December that we will be closed. That's the Christmas day, but throughout we will be open for the public from 10 o'clock till 7 o'clock in Monday to Thursdays. Friday, Saturday and Sundays is 10 o'clock till 6 o'clock. We don't allow any
alcohol on our premises. That's because we have a lot of, it's a public pool, so we want to make it a family outing, a nice picnic area. So what we don't allow is ball games, especially like soccer balls. Any person can be injured on the head, and then we will not be aware that this person, while swimming, ball injured them on the head, can be drowning, and then we will not be aware of it at all. So we are very, very strict when it comes to our way of wearing the swimming costumes because of the bacterial infections and stuff, and we also dose our water. The other one is the noise level. We see to it that people, that the other person, the next person, don't irritate the next one. So we are very strict on that as well. With the animals, unfortunately, we can't allow animals on our premises because of the hairy and stuff, and the pools have been dosed with chemicals. The other one that we can actually more give attention to is the children, because there are always parents that send smaller kids without adult supervision, and that we don't allow. If a kid is 10 years and below, we will not allow, because parents should look after the kids. Ja, das ist mal was anderes, also auch eine Destination, wie man sagt. Dann haben wir diesmal was ganz anderes mit dabei. Rolf Schmidt aus Swakopmund, Schakal Studio, der hatte mir einen Videoclip zugesandt. Und da geht es im Prinzip ums Kaokofeld und Damaraland. Deswegen hatte ich das unter Destinations reingesetzt. Wenn man hier auf die Karte guckt, dann sieht man oben der rote Kreis, das ist Kaokofeld. Das Wort ist so ein bisschen abgeschnitten. Und der blaue Kreis soll ungefähr Damaraland sein. Und in beiden diesen Arealen gibt es halt jede Menge Wüstenelefanten. Wüstenangepasste Elefanten, muss man ja sagen, denn Wüstenelefanten wurden ja ursprünglich mal als eine eigenständige Elefantenart angesehen. Aber dann stellte man fest, dass sie eben doch zur afrikanischen Buschelefantenart, also Loxodonto africana, gehören, die in den Wüsten Namib und Sahara eben angesiedelt sind. Und früher, wie gesagt, wurden sie noch eigen eingestuft. Das ist inzwischen hinfällig geworden. Und sie gibt halt hauptsächlich in Namibia und Mali. Das wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Hier auf dieser Karte kann man jetzt typisch sehen, die ganzen Reviere, die da oben sind. Wenn man von oben runter geht, hat man Kunene. Man hat dann natürlich den Kumib, man hat den Warusib, den Uanib, den Unyab, Huab. Und natürlich ganz unten auch noch den Uchab. Das sind alles Reviere, die da unten sind. Und typisch in diesen Gegenden sind dann eben diese Elefanten zu finden, weil die in diesen Flussläufen sich gerne aufhalten und dann natürlich ein bisschen zu Futter kommen und ja, eben auch. Wasser finden, und das ist ja letztendlich wichtig. So, und der Rolf Schmidt hat eben dieses seltene Erlebnis festgehalten, wenn diese Wüstenelefanten nicht nur in dem Flusslauf zu finden sind, sondern tatsächlich sich zum Schlafen hinlegen. Gucken Sie sich das Video an. Ja, und das ist wirklich ein seltenes Ereignis, dass man diese Tiere dann beim Schlafen erwischt. Aber damit sind wir schon am Ende von unseren Destinations. Als nächstes haben wir die To the Point noch. Ja, und da haben wir diesmal unsere Tendigree South, die wir wieder mit reinbringen. Die Republik Malawi ist also ein Binnenstaat. Wenn man hier auf die Karte guckt, da kann man das gut erkennen.
Wir haben da eben, ja genau, da haben wir dann eben im Südosten Afrikas, wo dieser Staat zu finden ist. Der war ja früher bekannt als Nyasaland. Die älter sind, werden sich daran erinnern. Das war vor der Unabhängigkeit dann natürlich. Grenzt im Westen an Sambia, im Norden und Nordosten an Tansania und dann natürlich wieder im Osten, aber auch im Süden ein Stück weit an Mosambik. Er streckt sich über eine Fläche von 118.000 Quadratkilometern und in diesem Land, das ja relativ klein und schmal sind, sind doch 19 Millionen Menschen zu finden. Die Hauptstadt ist natürlich Lilongwe. Früher war es dann natürlich noch Zomba, aber das ist inzwischen nur noch die viertgrößte Stadt. Blantyre ist eigentlich die zweitgrößte, wie Sie da auf der Karte auch sehen können. Und Malawi stammt eigentlich von dem Wort Marawi. Und Marawi ist eine alte Bezeichnung für das Volk, das da ansässig war, die Chewa, die eben in diesem Gebiet wohnhaft sind. Und wegen ihrer Freundlichkeit, die Freundlichkeit der Bewohner, ist es auch bekannt unter dem Spitznamen das warme Herz von Afrika. Das habe ich einfach mal so einfach übersetzt, the warm heart of Africa. Aber gucken Sie sich das Video an. Thank you.
Ja, und das war mal was anderes, Malawi. Ich dachte, ich muss mal auch was anderes machen. Wir wenden uns jetzt im Ende des Jahres zu. Der eine oder andere guckt sich um und fragt sich, vielleicht ist das ja mal was anderes, statt immer nach Swakop zu fahren. Nicht, dass ich Swakop die Besucher absprechen will, aber es gibt ja auch noch andere Urlaubsideen. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Show angelangt. Ich verbleibe jetzt. Ich sehe Sie in einer Woche wieder. Ich hoffe, Sie durch ein paar interessante Themen geführt zu haben und das nächste Woche wiederholen zu können. Ich verbleibe für eine Woche, sehe Sie dann wieder zur selben Zeit an selber Stelle. Bis dann. Tschüss.